Felix im Mercedes, weil alle Jungs müssen mit. Ein bisschen Sekt für die Mädels und auf 100 ein Fee. Kein Gesetz, keine Regeln, lass uns Kohle verdienen. Weil so lässt es sich leben und niemals ohne mein Ziel. Hallo Leute, hier ist wieder Bugsy Malone mit einem neuen Video für euch. Leute, heute zeige ich euch meine richtig coole Geldmethode in Red Dead Redemption Online. Wie ihr ganz schnell viel Geld machen könnt. Zunächst erstmal sorry, dass ich mich so lange jetzt nicht gemeldet hatte, aber November, Dezember sind halt die stressigsten Monate bei mir. Auch auf Arbeit und von daher ist jetzt so lange kein Video gekommen. Deswegen heute mal wieder eine richtig schöne Geldmethode. Die hat hier mein Kumpel Hendrik 2706 mir gezeigt und da schafft ihr praktisch pro Durchgang zwischen 30 und 50 Dollar. Also 50 Dollar war das Maximum, was ich bekommen habe, wenn da viele Raubvögel da sind. Aber ansonsten zwischen 30 und 45 oder sowas ist auf jeden Fall immer alles machbar, wenn ihr alles umbringt, was euch in den Weg kommt. Wo das ist, zeige ich euch gleich auf der Karte. Kann ich auch jetzt auch gleich zeigen. Und zwar ist das hier in New Austin, hier oben beim Ratskeller Fork. Das sind ganz viele Hühner und Ziegen, die ihr umbringen könnt. Die bringen nicht das meiste Geld, aber durch die ganzen Kadaver, die hier praktisch dann rumliegen von den ganzen Hühnern, kommen auch richtig viele Greifvögel, Bussarde und Raben. Und die Federn bringen das meiste Geld und auch die Kadaver. Achso, und wenn ihr die praktisch alle eingesammelt habt, braucht ihr hier unten nur nach Tumbleweed zu gehen, zu dem Schlachter. Da könnt ihr alles verkaufen, das werde ich euch auch gleich zeigen. Aber noch viel wichtiger auch als die Kadaver und die Federn, hier werdet ihr auch gleich hier ziemlich viele Pferdewecker und Pferdemedizin sehen. Und der Pferdewecker alleine kostet ja schon pro Durchgang 9,50 Dollar. Und ja, das mal zwei, das sind alleine ja schon 19 Dollar, plus die ganze andere Medizin, die hier rumliegt. Werdet ihr gleich alles sehen in dem Video. Wie gesagt, schaut es euch an, macht die Kohle. Und ja, in dem Moment fangen wir an. Guck mal, da fängt schon mal der erste. Bevor wir jetzt hier anfangen, holen wir uns erstmal den ersten hier. Geier. Also die Geierfedern bringen am meisten, genauso wie der Kadaver. Leider könnt ihr immer nur zwei mit euch rumschleppen. Könnt ihr euch mit ans Pferd dranhängen. Wie gesagt, nach und nach kommen hier immer mehr. So, das Einsammeln zeige ich euch gleich im Schnelldurchgang, was hier so rumliegt. Hier werdet ihr auch immer Pferdestimulanz bekommen. Andere sind voll. Die Haferplätzchen, da gibt es hier auch den Pferdewecker und noch andere Medizin. Das ist bei mir mittlerweile alles voll. Und hier hinten gibt es das gleiche nochmal. Pferdestimulanz kann ich noch nehmen. Pferdewecker, alles relativ, alles voll. Hier hinten bekommt ihr noch ein bisschen Nahrung für euer Pferd. Hier liegen immer Möhren rum. Auch alles voll mittlerweile. Und wie gesagt, hier könnt ihr jetzt die ganzen Hühner umbringen, die ganzen Ziegen umbringen und nebenbei die Greifvögel. Die bringen, wie gesagt, das meiste Geld. Aber das zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf, wie ich die umbringe und wie der Verkauf dann funktioniert. Also, bis gleich.
So, wenn wir jetzt alles eingesammelt haben, dann reiten wir jetzt hier runter nach Tumbleweed, verkaufen die ganzen Sachen beim Schlachter und schauen uns an, was uns die ganze Jagerei gebracht hat. So, wir sind jetzt Tumbleweed beim Schlachter, gehen auf Verkaufen und schauen uns mal, was wir so haben. Gut, Hammelfleisch war jetzt nicht die Welt gewesen, aber mit 80 Cent, aber der Krähenkadaver mit 1,80. Dann haben wir hier Schwungfeder, 1,50 $. Wir haben Wildvogelfleisch, 2,50 €. Wir haben Rabenfedern mit 3,60. Wir haben Hühnerfedern, 2,10. Wir haben Kondor mit 9 Dollar, Kondorfedern. Da geht es jetzt schon langsam richtig teuer. Wir haben fettes Vogelfleisch mit 4 Dollar. Hühnerhabichtfedern, 9 Dollar. Gut, den Hase hatte ich vorher schon gejagt gehabt. Bringt jetzt nicht ganz so viel. Wichtig vielleicht noch anzumerken, so machen wir erst nochmal hier den Greifkadaver mit 1,90, hier mit 2,75. Ziegenfell 80 Cent und die Ziege mit 1,90, das geht besser. Das geht mit Pfeil und Bogen eindeutig besser, da kriegt ihr mehr für. Jetzt habe ich hier jetzt nur 1,90 für die Ziege und fürs Ziegenfell gerade 80 Cent bekommen. Wenn ihr es mit Pfeil und Bogen macht, bekommt ihr für die Ziege 3,50 $ und für das Fell 1,50 $, weil ihr dann die perfekte Ziege bekommt. Ich habe es wie gesagt mit dem Messer bekommen, mit dem Messer die Ziege erledigt, dann ist es halt ein schlechtes Fell. Warum habe ich das gemacht? Weil es gibt ja auch Auszeichnungen, die ihr nebenbei machen müsst. Also ich habe es jetzt nicht nur wegen der Kohle gemacht. Aber ab und zu wegen Kohle, wir sind jetzt bei 356, wo wir angefangen haben. Wenn ihr mal zurückspult, war ich bei 311 gewesen. Also dieser Durchgang hat uns auf jeden Fall mal schnell 45 Dollar gebracht in einer Viertelstunde. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Online praktisch und macht einfach eine neue Sitzung auf und schon ist alles wieder gespawnt und ihr könnt alles wieder von vorne machen. Nochmal was anderes, wie gesagt, ich habe es mit Messer gemacht. Ich zeige euch gleich nochmal die Auszeichnung. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt hier in der neuen Sitzung drin seid, reitet ihr praktisch wieder ganz normal nach oben. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Das Einsammeln zeige ich euch jetzt nicht mehr. Aber ihr seht, dass hier wieder alles neu gespawnt ist. Die Hühner sind wieder da, die Ziegen sind wieder da. Und wenn ihr praktisch ja, mit dem Umbringen wieder anfangt, kommen auch die ganzen Greifvögel, die ganzen Geier, Bussarde, Raben wieder. Und da könnt ihr dann wieder ganz schnell, seht schon im Hintergrund, da kommen sie schon angeflogen. Und das bringt, wie gesagt, das meiste Geld. Die Hühner dienen praktisch nur Mittel zum Zweck, dass die ganzen Aasgeier angelockt werden, was im Endeffekt die Kohle bringt. Die Stimulanzien sind auch wieder alles da. Pferdewecker, Medizin, Möhren, alles da. Ihr könnt alles wieder von vorne einsammeln. 20 Stück könnt ihr maximal von jedem, von jeder Medizin tragen. Und wenn das voll ist, ja. Dann war es das. Dann könnt ihr praktisch noch mit den Vögeln Geld machen. Aber das lohnt sich, wie gesagt, auch am meisten. Wie gesagt, beim letzten Durchgang habe ich 45 Dollar gemacht. Ich mache das jetzt hier nochmal und wir sehen uns am Schlachter gleich nochmal wieder. So, sind beim Schlachter. Wir verkaufen das jetzt alles. Wir waren gerade bei 356 Dollar. Ihr seht oben, wie die Kohle wieder wächst. Alles wieder schön verkaufen, sind jetzt bei 392, also wieder ruckzuck mal auf die Schnelle 36 Dollar gemacht. Ja, das soll's gewesen sein. Nein, ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz was anderes, warum ich die Tiere mit dem Messer umgebracht habe, die Ziegen. Das zeige ich euch mal gleich beim Fortschritt und auch noch mal, ja, dass ihr auch mit dieser Methode nicht nur Geld machen könnt, und auch ganz schnell mit euren Fortschritten leveln könnt. Die Optionstaste drückt, geht dann auf Fortschritt, auf Auszeichnung und dann auf Jagd. Seht ihr schon, ich habe jetzt hier schon 607 Tiere getötet. Aber hier, ich habe insgesamt durch diese Methode habe ich jetzt schon die goldene Schnalle für 1000 Tierteile bekommen. Und das ist der Grund, warum ich die Ziegen mit dem Messer getötet habe, weil es gibt nämlich eine Auszeichnung, wenn man mittelgroße Tiere, da zählt die Ziege zu, mit dem Messer tötet, gibt es auch eine Goldschnalle. Deswegen habe ich jetzt nicht den Pfeil und Bogen gewählt. Gibt natürlich mehr Geld,
sondern ich möchte ja gerne die Auszeichnung haben und deswegen habe ich die Ziegen mit dem Messer getötet. Verschiedene Tierarten, nein, das war es nicht. Wenn ihr dann weitergeht auf Handel, hat das auch den nächsten Vorteil, wenn ihr beim Schlachter nämlich die ganzen Sachen wieder abgibt, ob das jetzt die ganzen Federn sind oder die ganzen Kadaver sind, bekommt ihr auch schnell die goldene Schnalle hier zurecht, weil ab 1000 Teile gibt es die goldene Gürtelschnalle. Und das soll es, wie gesagt, in dem Moment gewesen sein. Nutzt diese Geldmethode aus, solange sie funktioniert, aber ich denke mal, durch die letzten Anpassungen, die gekommen worden sind und es funktioniert immer noch, sollte es da keine Probleme geben. Wenn ihr das alles gemacht habt, einfach nur auf Online gehen, neue Free Room und alles wird wieder respawned und die Tiere sind, wie gesagt, alle wieder da und ihr könnt die Geldmethode von vorne machen. Pro Durchlauf ca. 15 bis 20 Minuten, da kriegt ihr dann schon mal ruckzuck, wie gesagt, zwischen 30 und 50 Dollar zusammen pro 15 Minuten. Also das ist auf jeden Fall eine richtig lukrative Sache und wenn ihr es einmal gemacht habt, einfach die Lobby wechseln, neue Lobby aufmachen, alles ist wieder da, ihr könnt von vorne anfangen. Wichtig noch vielleicht noch zu erwähnen, diese ganzen Greifvögel sind nur tagsüber da, ab morgens 5.30 Uhr bis ca. 19 Uhr Ingame-Zeit könnt ihr diese Methode machen. Ihr solltet pro Tag bei Red Dead Redemption ca. 3 Durchläufe schaffen. Das ist durchaus machbar, durchaus realistisch. Nachts könnt ihr auch Kräuter sammeln. Das habe ich die ganze Zeit gemacht, weil da sind auch relativ viele Kräuter um diese Farm drumherum, wo ihr dann auch Kräuter sammeln probieren könnt. Auch dafür gibt es Auszeichnungen. So, aber wie gesagt, das soll es für den Moment gewesen sein. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute, euer Baxi.